Hallo Vogue, ich bin Anke Engelke und ich zeige euch jetzt, was ich in meiner Tasche habe. Die Geschichte meiner Tasche ist eine gar nicht so ungewöhnliche. Allerdings würde man bei mir vielleicht nicht erwarten, dass ich so einen Luxusartikel besitze oder so eine Designertasche. Das ist eine Tasche von Hermes. Aber diese Tasche hier habe ich in einem Secondhand-Shop gesehen und die hat mich einige Monate angelacht und ich habe mir die gekauft. Ich habe mir die gegönnt. Jetzt fange ich an. Ich zeige euch, was in meiner Tasche ist. Recht wichtig, egal zu welcher Jahreszeit, ist meine Teekanne. Die ist eine Sensation, weil ein Liter reinpasst und weil der Tee auch am Abend noch volle Möhre heiß ist. Das ist der Hammer. In meiner Tasche sind wiederum auch einige Taschen. Jetzt wird's spannend, oder? Das ist eine meiner Lieblingstaschen von Designern, die ich wahnsinnig verehre. Jörg und Otto sind zusammen OD. Ich liebe diese Tasche so sehr und das Tolle an der Mode von OD und an allem von OD ist, dass alles super funktioniert. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Reißverschluss kaputt gegangen ist. Ich gehe immer richtig auf die Suche in Secondhand-Läden nach OD-Klamotten. Ich bin ein richtiger Fan offensichtlich, oder? So, was ist in meiner OD-Tasche, in meinem OD-Beutel? Zum Beispiel meine Kamera. Die ist mir total wichtig. Ich habe kein Smartphone und mache meine Fotos mit einer richtigen Kamera. Die liebe ich sehr, das ist eine Leica Lumix, die mag ich wahnsinnig gerne. Ich habe immer dabei, weil ich viel reise, mit dem Zug in erster Linie, gönne mir nur einmal im Jahr einen Flug innerhalb Europas und einmal im Jahr einen internationalen Flug. Und deswegen habe ich hier mein Handhygienespray, das ist Lavendel und es riecht wahnsinnig gut. Oh, das riecht wahnsinnig gut. Oh, das riecht wahnsinnig gut. Das liebe ich sehr und das brauche ich sehr. Damit die Hände nicht trocken werden, eine Handcreme. Absolute Lieblingshandcreme von Davines und deren Handcreme liebe ich sehr. Da ich ja eben erwähnte, dass ich viel reise, habe ich immer, und das ist vor allem im Sommer wichtig, in der Bahn, im Zug, im Bus, habe ich immer einen Fächer dabei. Und habe auch festgestellt, jetzt wo die Sommer ja immer heißer werden, dass Menschen sich freuen, wenn man neben ihnen sitzt und fächert. Die kriegen ja dann auch ein bisschen Lüftchen ab. Ne? Ist auch gut für den Oberarm in diesem Bereich. Muskulatur freut sich. Wächst jetzt schon der Muskel, während ich hier fächere. Denn die Luft kühlt ab, wenn man sie bewegt. Ich würde das gerne physikalisch erklären können. Ich kann es leider nicht. Weiter geht's, Leute. Ist ja auch für mich eine Überraschung. Ach so, ich habe Blasenpflaster dabei. Blasenpflaster, wichtig. Als Schauspielerin ist man ja nicht in den eigenen Schuhen unterwegs. Blasenpflaster. Hier sind Fotos, die niemanden angehen, nur mich. Gehen nur mich was an. Guck mal. Family. Friends and Family. Könnte ich stundenlang drauf glotzen. Freue ich mich einfach. Tja, kann ich nicht sehen. Dreh ich um. Des Weiteren habe ich aus unerklärlichen Gründen eine Murmel dabei. Man fragt sich zu Recht, warum hat die Frau eine Murmel dabei? Das ist so ein Drei-Fragezeichen-Ding, ne? Das Geheimnis der rätselhaften, rötlichen Murmel. Dann habe ich, das finde ich ja recht interessant, habe ich Anstecker dabei. Der hier, auf dem steht einfach nur Köln. Den werde ich geschenkt bekommen haben. Ich mag Köln wahnsinnig gerne, ist meine Heimatstadt. Ich bin nicht dort geboren, ich bin eine sogenannte Immi. Ich bin emigriert, ich bin nicht echte Kölnerin. Mein Kölsch ist auch richtig schlecht, ne? Also wenn jetzt kölsche Leute das hören und sehen, die sagen, was soll das, ne? Das ist doch kein Kölsch, das ist doch irgendein Touristenquatsch. Das stimmt leider. Also mir wurde das Kölsch nicht in die Wiege gelegt. Ein Kölner Button und zwei Buttons von meinen Freunden, auf denen ich zu sehen bin. Und da steht, ich habe Zeit. Das ist der schönste Satz eigentlich, oder? Ich habe Zeit. Wir reden nicht genug miteinander, wir hören einander nicht genug zu. Meine Meinung. Und deswegen finde ich es manchmal ganz schön zu sagen, ich habe Zeit. Zeit ist, glaube ich, echt ein Luxus, ne? Ich habe immer irgendwo ein Gummi dabei, weil das praktisch ist. Es ist wie Sicherheitsnadel. Ich habe auch irgendwo hier drin eine Sicherheitsnadel. Immer gut. Muss man immer dabei haben. Und das ist ein Rainbow-Armband. Wer hat das geknüpft? Die Ilvi hat mir das gemacht. Aber ich trage nicht gerne Schmuck. Deswegen habe ich es einfach nur bei mir, weil es mir Glück bringt. Fashion. Das ist also in meinem OD-Beutel. Wenn ich mit einer Person Tasche tauschen dürfte, wen ich recht interessant finde, weil das eine ganz kreative Person ist, ist Miranda July. Das ist eine Autorin, eine Filmemacherin, eine Künstlerin, die ich total faszinierend finde. Und bei solchen Menschen frage ich mich manchmal, was beschäftigt die? Die ist auch Mutter, also die wird auch praktische Dinge in ihrer Tasche haben. Das würde mich interessieren.
Und vielleicht sollte man auch einfach als politisch denkender und handelnder Mensch in Taschen gucken von politischen Schurken, der andere Menschen nicht respektiert, der bei den Themen Menschenrechte und Würde in meinen Augen falsche Entscheidungen trifft, dann kann man ja dem oder der auch mal die Tasche auf den Kopf hauen zum Beispiel. Das würde ich dann anbieten, einfach als friedliche Lösung eines Konfliktes, den ich selber kreiert habe. Jetzt kommt was ganz Einfaches, Leute. Einfach mal einen Apfel in der Tasche. An apple a day keeps the doctor away. Das stimmt. Ich glaube, dass das wirklich stimmt. Wenn man jeden Tag einen Apfel isst, tut man sich bzw. seinem Körper was ganz Gutes. Das hier ist relativ langweilig. Es heißt zwar My Entire Life. Es ist nicht mein gesamtes Leben drin, sondern es sind zwei, drei Ladekabel drin. Da ich ja kein Smartphone habe, sondern so eine alte Nokia-Gurke, ich brauche dieses Ladegerät einmal die Woche. Das ist schon krass, oder? Weiter geht es. Da ihr jetzt schon gesehen habt, dass ich mich gern selbst versorge. Ich habe meinen Tee dabei, ich habe einen Apfel dabei. Ich habe auch oft Essen dabei. Jeder von uns kennt das. Man hat zwischendurch einfach Bock auf Süßigkeiten. Es ist einfach so. Und die besten Süßigkeiten sind richtig Dreck, weil da so unfassbar viel Industriezucker drin ist, so viel Farbstoff und die Verpackung ist auch immer sehr ärgerlich. Und deswegen empfehle ich Datteln als perfekten veganen Snack für so einen Süßhunger. Ich bin vegan. Und dann habe ich heute Morgen vorgekocht. Ich habe Spitzkohl gekocht, mit ganz lecker, mit Walnussöl und habe mir auch noch ein paar Walnüsse gecrashed, damit es ein bisschen crunchy ist. Das sieht jetzt schon so lecker aus, mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Und habe für meine Reisen immer eine Tasche dabei mit Reisebesteck. Ja? Lieblingsgabel, Lieblingslöffel und das beste Reisemesser der Welt, damit ich unterwegs auch essen kann. Und im Zweifel auch teilen kann. Das ist alles so hygienisch, dass meine Gläser immer alle tippitoppi sind und ich einfach mal ein Glas verschenken kann. In meiner Tasche darf nie fehlen mein Buch. Das hier ist jetzt fast voll. Das habe ich begonnen im September 21 und ich habe die seit Jahren. Es ist immer der Stift auch schon gleich drin. Mache mir ständig Notizen, klebe ganz viel rein, irgendwelche Eintrittskarten. Ich schreibe auch Texte hier rein, die mir einfallen. Davon habe ich schon ganz schön einen großen Stapel zu Hause. Also im Regal steht eine Reihe nur aus meinen Büchern. Ähnlich uninteressant ist übrigens Folgendes, dass ich, wie jeder normale Mensch, eine Extratasche in meiner Tasche habe. Falls ich überraschend an einem Wochenmarkt vorbeikomme, dann kaufe ich mir doch schnell mal zwei Schlangengurken und drei Zucchini. Zucchini und Aubergine. Zucchini und Aubergine. Und dann habe ich mit eine Tasche, was habe ich mir denn da heute wieder eingepackt? Das hier ist eine Tasche, die viel erzählt über eine ganz tolle Reihe, an der ich teilnehmen durfte. Das hier ist jetzt die englische Ausgabe. Im Original ist es Französisch und im Deutschen heißt es Unerschrocken. 30 Teile, à 15 Minuten und es geht um Frauen, die Tolles geleistet haben. Manche kannte ich auch vorher, na klar. Also ich wusste vorher, wer Peggy Guggenheim ist und ein paar SchauspielerInnen kannte ich vorher, ein paar ForscherInnen. Aber die hier, die Lady, kannte ich zum Beispiel nicht. Mae Jemison, die erste afroamerikanische Astronautin. So, wieder was gelernt. Und ich bin nicht nur die Erzählstimme, sondern ich spreche auch alle Figuren, die man sehen kann. Weiter geht's mit meiner Tasche. Das ist nicht weiter wichtig. Das ist Geld in meinem Portemonnaie. Das sind Karten, die ich brauche. Des Weiteren habe ich hier... Ah, Leute, ich freue mich so aufs Konzert von Kings of Convenience. Hier ist mein Ticket. Zum wiederholten Male verschoben worden. Nein. Damn, Pandemic. Haben wir nicht alle immer ein Buch dabei? Ich denke ja. Auch hier viele Notizen, Gummi drumherum. Was habe ich denn da drin? Ach so, ah. Da muss ich selber lachen. Weil ich manchmal in Passfotoautomaten gehe, wenn ich irgendwo an Bahnhöfen ein bisschen Zeit habe, dann mache ich Fotos von mir und schneide mein Gesicht aus und klebe das auf irgendwelche Postkarten. Und dann verschicke ich die Postkarten. Ich verschicke total gerne Postkarten, weil ich ja nicht bei den sozialen Netzwerken bin. Ich muss anders Kontakt aufnehmen mit meinen FreundInnen, meiner Familie. Und dann mache ich meine eigenen Postkarten. Das ist mein Humor, Leute. Oder das hier, das bin ich auch. Da hat es nicht so ganz geklappt mit dem Ausschnitt, aber mit ein bisschen Fantasie. Warum die jetzt hier drin sind, als Lesezeichen nehme ich an. Das hier ist der aktuelle Roman von Julia Frank. Welten auseinander heißt er. Ja, was ist denn das? Ah, sie hat ihre Reiseseife dabei. Diese Seife hier ist meine indische Lieblingsseife. Hole ich immer im Indien-Shop hinterm Neumarkt in Köln. Das nur als kleinen Tipp. Hier habe ich
ein Schminktäschchen. Ich schmink mich nicht viel und nicht oft und nicht gerne. Deswegen ist das ein sehr, sehr kleines Schminktäschchen. Da haben andere, glaube ich, ganze Taschen, oder? Ganze Koffer. Ich benutze keine Papiertaschentücher, weil ich finde, dass die unnötig eingepackt sind. Ich gehe regelmäßig auf Flohmärkte und kaufe alte Stofftaschentücher auf. Ganz oft sind die ganz kitschig. Hier, schauen Sie, sehen Sie, staunen Sie. Eigentlich relativ hässlich, oder? Und die habe ich zu meinem eigenen Trost draufsticken lassen. There, there. Das sagt man, wenn kleine Kinder weinen. Und abends kommen die in den Wäschekorb und bei der nächsten Kochwäsche werden die gewaschen, gebügelt und weiter geht's. Ich finde das nicht so gut, Sachen wegzuschmeißen. So Leute, das war's auch schon fast. Nur noch eines ist hier drin. Ein Kartenspiel. Ich bin ja so eine Familienelse und was immer gut ist, ist ein gutes Kartenspiel dabei zu haben. Mein Lieblingskartenspiel heißt Cabo. Nichts gegen Uno, aber so sieht schon mal die Rückseite aus. Ist doch schon mal super schön. Super schön. Cabo ist ein schönes Spiel. Und die Karten sehen zum Beispiel so aus. What? Das ist die beste Karte im Spiel, das Einhorn. Und wir haben das wochenlang gespielt mit der Familie und hatten schöne Stunden miteinander. Es war wunderbar. Es gab gesunde Snacks, es wurde gelacht, getanzt. Die Musik spielte auf und wir spielten Cabo. Und irgendwann merkten wir, oh, das Einhorn übergibt sich. Da kommt ja ein Regenbogen raus aus dem Einhorn. Seitdem habe ich ein großes Problem mit dieser Karte. Das ist aber die Gewinnerkarte. Die möchte man zum Schluss haben, dann hat man nämlich 0 Punkte. Also, Cabo. Tollstes Kartenspiel überhaupt. Hallo? Keiner mehr da. Tasche leer. Wen würde ich nominieren, wenn ich dürfte und könnte? Ich bin großer Fan von Riccardo Simonetti. Den habe ich kennengelernt bei Wer steht mir die Show. Das ist ein ganz feiner Kerl. Lustig, schlau, entertaining. Und des Weiteren würde ich Teddy Teclebrand nominieren, den ich sehr verehre. Würde gerne mal wissen, was der so in seinem Rucksack hat oder in seiner Tasche. Würde ich richtig gerne wissen. Das war's auch schon. In the Bag, die Anke Engelke Edition. Wer weitere Ausgaben dieser Reihe sehen möchte, ist herzlich eingeladen, jetzt zu klicken. Und zwar da. Und ich packe jetzt meine Tasche wieder ein. Kartenspiel, Taschentücher, indische Seife, Karten, Kohle, Notizbuch, Datteln, Spitzkohl, Make-up, Ladekabel, Apfel, Ersatztasche, Reisebesteck, OD-Beutel, Teekanne. Tschüss!